Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Mittwoch, der 5. April, 16.20 Uhr. Wir stehen vor dem Megapark. So, wie man hier sieht. Die ein oder andere Gruppe kommt auch schon vorbei. Wir haben jetzt Osterferien und ja. 17 Uhr ist der Auftritt von Cosimo. Cosimo kennt man ja wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Aber was er jetzt auf die Bühne zaubert, weiß ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Aber wenn die jetzt hier extra singen wollen für mich. So, dann haben die einfach mal meinen Anfang gecrashed, aber macht ja nichts, ne? So, also 17 Uhr Cosimo, 20 Uhr Nancy Frank im Bierkönig und um 20.30 Uhr Easy Glück live auf der Bühne im Megapark. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Morgen öffnet das Oberbayern, der Bamboleo öffnet. Dann ist so gut wie alles wieder offen. Ja. Das ist der Fahrplan für heute und wenn es sonst noch was zu erzählen gibt, werde ich mich im Laufe des Tages wieder melden. Ciao, ciao. Ja, nachdem die Meute mich da gecrashed hat, war ich komplett aus dem Konzept, also nicht komplett, aber so ein bisschen. Es gibt ja doch was zu berichten. Ja, leider nichts Schönes, weil wer ihn kennt hier, Samu aus dem Megapark, beziehungsweise ist ein Künstler hier im Megapark, wurde, soweit ich weiß, war das gestern am hellsten Tage gegen 13 Uhr auf dem Weg zum Megapark niedergestreckt. Scheinbar wurde er von hinten gegen den Kopf gehauen, war dann erstmal ein bisschen benebelt, bewusstlos. Und dann wurde ihm auch noch alles geklaut, was er dabei hatte. So genau weiß man wohl nicht, wer die Täter sind und ist richtig scheiße hier. Da wird man schon tagsüber wird man hier überfallen. Ich hoffe, dass die Täter irgendwie ermittelt werden können, dass sie die Insel zeitnah verlassen und Grüße gehen raus an Samu. Ne? Gute Besserung, erhol dich und ich glaube am 7.4. ist dein Auftritt hier im Megapark, da bin ich selbstverständlich dabei und ja. Das war mal eine schlechte News, ne? Gibt's leider auch hier. Aber jetzt gehen wir zum Auftritt von Cosimo. Und dann ist die Stimmung hoffentlich wieder ein bisschen positiver. Weil schlechte Stimmung will ja eigentlich keiner haben. Ne? Wir sind ja hier zum Spaß. Jetzt geht's los. Showbühne für heute. Ja, heute Abend 20:30 ist sie da. Easy Glück. Aber zuerst wer hier, ihr kennt ihn, aus dem Sommerhaus der Stars und ich bin der Star, holt mich hier auf. Hier ist er für euch mit einem großen Applaus. Empfangt ihn, Cosimo! Oh,
Ja, aber ihr wisst, es ist die Eröffnung jetzt. Wir haben jetzt April und ihr seid noch nicht ganz heiß drauf. Ich weiß, in 3 Monaten ist es viel heißer. Aber ich habe euch schon mal gezeigt, wie es hier abgehen wird. Ab jetzt nur noch Hormone! So, das war jetzt der Auftritt von Cosimo. Ja, ich habe mich jetzt erstmal hier hingesetzt, ich muss mich erstmal erholen. Naja, also, den Anfang fand ich eigentlich noch recht lustig und unterhaltsam, aber danach dachte ich mir, der zieht sich komplett aus. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen, weil dann hätte ich pixeln müssen. Ja, also, ja, der Anfang war, fand ich ganz gut, aber danach wurde es noch sehr zäh. Ja, kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden, ihr habt es ja gesehen. Und ich rauche jetzt erstmal eine Zigarette hier und dann geht's nach Hause, essen, duschen und dann geht's auch schon wieder los Richtung Bierkönig. Also, Attacke! So, mittlerweile ist das Hostal Playa de Palma komplett gestrichen. Ja. Ich fand's vorher schöner, aber ja, es sticht raus, ne, dieses Gelb. 20.04 Uhr und ja, man kann sagen, der Bierkönig hat gelernt. Ankündigung für Nancy Frank war um 20 Uhr. Heute ist der Auftritt erst um 23 Uhr. Weil Fußball vorher läuft. Wusste man ja vorher nicht, ne? Ist ja ganz spontan heute gewesen, das Fußballspiel. Das heißt, gehen wir halt pünktlich zu Easy gleich um 8:30. Von da aus geht's dann ins Latino. Und ja, dann sind wir halt später im Bierkönig um 23 Uhr bei Nancy Frank. Dann sind wir doch früher anfangen. Ne? Also ich frag gleich nochmal Aaron, ich schreib nochmal und aber traumhaft, oder? Traumhaft. Alle die Hände und wir gehen in einer großen Applaus vor. Ist sie?
Okay, Mega Pack, wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Yeah.
So, wir haben jetzt 22.14 Uhr, das war der Auftritt von Easy Glück im Megapark. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Latino. Vom Latino geht es dann in den Bierkönig zu Nancy Frank. Und morgens volles Programm. Morgen macht der Keller auch wieder auf unten im Megapark. Also morgen 12 Uhr ist Olaf Henning. Um 14 Uhr ist White Party, also im Megapark rede ich gerade, ne? White Party, dann um 17 Uhr ist Almklausi, um 20.30 Uhr ist der Büffel. Um 22.30 Uhr unten im Keller die Atzen und um 1.30 Uhr Lunax. Also, ja, die Saison ist dran, ne? Also, das sind schon mal 5 Auftritte. Allein nur im Megapark. Dann machen wir noch der Oberbayern auf mit Melanie Müller morgen. Und der Bierkönig? Weiß ich schon nicht. Ich schätze mal, die werden einen Auftritt haben, aber mehr wie einer wird es wohl nicht werden. Aber lasst uns mal überraschen. Ja, wo gehe ich denn morgen überhaupt? Ich habe keine Ahnung, muss ich gucken. Definitiv werde ich zu den Atzen gehen und zu Lunax. Wobei Lunax war 22.30 Uhr. Schauen wir mal. Atzen aber auf jeden Fall, diese Pflicht morgen. 12 Uhr Henning? Nein, da werde ich. Das werde ich nicht schaffen. 12 Uhr ist nicht meine Zeit, also. Wer will, kann gerne um 12 Uhr zu Henning gehen, aber nein, leider nein, schaffe ich nicht. Und ja, dann muss ich noch eine Erfahrung bringen, wann Oberbayern den Auftritt hat. Weiß ich auch noch nicht, wie viel Uhr, welche Uhrzeit das ist. Sorry, ich habe schon wieder Halsschmerzen. Ich bin erkältet hier. Dieser ganze Winter hier rumpfeift. Ja, also, das war es für das Erste. Termine. Und jetzt geht's ins Latino zu Mr. Kümmerling, zu Dominik und mal schauen, was da los ist. Ich schätze mal, da wird heute nicht allzu viel los sein, weil heute ist Mittwoch. Die meisten kommen erst ab morgen und dann, ja, wir sehen uns später wieder irgendwo. 21.26 Uhr, wir sind gerade vor dem Latino. Ja, der eine oder andere hat sich doch hier eingefunden. Besser, wie ich gedacht hatte. Sehr voll, aber ein bisschen. So, wir haben jetzt 22.16 Uhr. Morgen macht das Bamboleo auf und man sieht, die Verkleidung ist weg und morgen geht's ja auch wieder los.
Folge 1 auf. Können wir diese Namen draußen? Wir sagen Dankeschön. So, wir haben jetzt 23.35 Uhr. Das war der Auftritt von Nancy Frank und ich muss sagen, ich habe letztens nur den halben Auftritt gesehen von ihr. Puh, der Mädel macht auch eine Stimmung, ne? Habt ihr ja gesehen. Gute Lieder dabei, weiß glaube ich das erste Mal, dass ich Nancy komplett gesehen habe. Also, mir hat's gefallen. Wie hat's euch gefallen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Auftritte ihr generell am besten findet. Also gibt ja mittlerweile schon ein paar, die ich euch präsentiert habe die letzten Tage. Schreibt mal in die Kommentare, welche Auftritte gefallen euch am besten, welche Künstler gefallen euch am besten und ja, ich bleibe jetzt noch kurz bei den König, der König und dann gehe ich zu den Königen. So viele Könige hier. Wo ist der König von Mallorca? Gut, also, das war's. Mehr habe ich schon zu erzählen.